ist Ronja und falls ihr euch schon immer gefragt habt, oh mein Gott, was wären unglaubliche Ideen für meine Wohnung und unglaublich praktische, platzsparende Designs, dann seid ihr hier genau richtig. Denn ich habe mich das auch immer gefragt. Und mir wurde ein wunderbares Video recommended, in dem die Lösung für das Problem offenbart werden soll. Und ich, ja, als qualifizierter Mitarbeiter dieser nicht existenten Firma, werde euch jetzt sagen, was sind gute Ideen und wo könnt ihr euch die wahrscheinlich Tausenden von Euro, die diese wahnsinnigen Ideen kosten werden, sparen. Okay, als erstes haben wir Lumio, ja. Lumio ist ein, ich würde jetzt, also der Laie wird sagen, es ist eine Lampe. Es ist ein Buch, aber auch eine Lampe. Und sie geht an, wenn du sie, okay, not gonna lie, das ist kein, also das ist schon cool. Die ist magnetisch. Okay. Warte, das sieht richtig hübsch aus. Warte, wie wird das betrieben? Wie lädst du das Ding auf? Hä? Das sieht voll hübsch aus. Okay, was haben wir als nächstes? LG. LG ist jetzt ja nichts Neues. LG macht einen Fernseher. Richtig? Oh, das ist echt ein Fernseher. Ich glaube, mein Fernseher ist auch von LG. Okay, das ist so cool. Oh, du weißt, ich wollte schon immer mal so einen Fernseher haben, der einfach, keine Ahnung, aus irgendeinem Ding rauskommt. Das ist mein Traum. Wenn ich mal groß bin, ja, und ich mal Geld verdiene, dann will ich so einen Fernseher, der aus so einem Ding rauskommt. Vor allem, warte mal, wie ist das möglich? Der Fernseher ist so viel höher als das Kästchen, wo der rauskommt. Rollt er sich ein da drin? Das ist ja Madness! Das ist so cool! Wie? Ist der da echt reingerollt? Also das ist jetzt nur meine Vermutung, ja? Ich weiß nicht, wie Quantum Tech HD das hier löst, aber... Das, weil das da drunter ist ja safe einfach nur ein Ablageding. Da kann er ja nicht rein. Also technisch gesehen kann er ja nur in diesem Bereich. Es sieht hübsch aus, okay? Die Leute, die Werbung für sowas machen, haben immer so krass hübsche Häuser und sind offensichtlich einfach steinreich. Und das Ding kostet wahrscheinlich einfach ein Vermögen und für Normalsterbliche ist es unmöglich. Und die kaufen sich dann sowas wie eine Treppe mit Stauraum. Und die Treppe ist so klein, dass du einfach runterfällst, wenn du... Du hast auch kein Geländer. Also, ich... Sag jetzt nicht, dass ich schon ein paar Mal meine Treppe runtergefallen bin bei mir zu Hause. Aber, wenn ich jetzt kein Geländer gehabt hätte... Oh, in der Treppe ist ein Kühlschrank? Haben die gerade gesagt, in der Treppe ist ein Kühlschrank? Und der wird solarbetrieben? Trotzdem, ich will keine Treppe ohne Geländer. Nö, keine gute Idee. Den Fernseher? Gekauft, ja? Selbst das Buch, was leuchtet? Gekauft. Aber die Treppe hier? Nö. Sag ich, finde ich nicht gut. Gefällt mir nicht, okay? Gefällt mir nicht. Was haben wir als nächstes? Ein Regal. Hä? Was ist denn mit dem los? Mach nochmal. Hä? Okay, am Anfang dachte ich, irgendjemand zieht so ein Pappding davon. Das ist ja crazy. Oh Gott, stell dir mal vor. Du bist Gast in dieser Wohnung und du bist so, oh ja, ich hol... Keine Ahnung, du... Willst du nicht helfen beim Tisch decken oder sowas? Und du fragst, yo, wo sind denn die Teller? Und deine, keine Ahnung, Freundin, die in dem Haus wohnt, sagt, die sind in dem kleinen braunen Schrank da drüben. Kannst du die einfach rausholen? Und du ziehst da dran und willst ihn öffnen. Und das reißt einfach so ab. Und du bist nur so, holy moly, ich habe den Schrank von denen kaputt gemacht. Und fühlt sich richtig schlecht, weil du nicht weißt, dass es einfach nur so eine richtig konfuse Tür ist. Das wäre, was mir passieren würde, denke ich. Könnte sein, weiß ich nicht. Was haben wir als nächstes? Kinetische Uhr. Okay. Ich sehe jetzt nicht... Also... Sie schließt sich zu jeder Stunde und sie öffnet sich danach. Aber warum? Also... Ich will jetzt nicht haten, aber warum brauchen wir das? Den Fernseher, den brauchen wir. Ja, selbst meinetwegen den Solarkühlschrank. Ja, auch wenn die Treppe kein Geländer hat. Gefährlich. Ja, ganz gefährlich. Aber die Uhr? Was kann sie denn? Du musst sie auch noch selber zusammenbauen? Nein, danke. Ich bin kein guter Zusammenbauer. Die Uhr ist nicht gekauft. Was kommt als nächstes? Lampen. Schon wieder Lampen. Du kannst die Lampen von der Decke ablampen und dann auf den Boden lampen. Zack. Und du kannst sie drücken. Sie sind auch noch matschig. Was ist das? Was ist das? Brixel Spiegel. Oh mein Gott. Das ist eine Wand. Und auch ein Spiegel. Das ist
What? Das ist einfach nur gruselig. Hä? Wie funktioniert das? Ah, ich meine, okay. Das ist, okay. Ich bin mir nicht sicher. Einerseits ist es super cool, ja? Du hast einen riesigen Spiegel. Deine ganze Wand ist ein Spiegel. Aber du kannst das auch matt machen, wenn du möchtest. Wenn du zum Beispiel schlafen gehen willst und du willst dich nicht selber nachts sehen, wie du im Bett liegst. Kann ja sein. Und du kannst einfach irgendwie klicken oder keine Ahnung, wie das Ding bedienbar ist. Wahrscheinlich mit irgendwelchen Sprachbefehlen oder so. Oh, nein, mit Handgesten. Was? Aber stell dir mal vor, du hast eine Wand und die bewegt sich die ganze Zeit. Und du denkst, oh mein Gott, irgendwas hat sich bewegt. Aber es war nur deine Spiegelwand. Aber ich meine, wer würde nicht den ganzen Tag einfach vor seiner Wand stehen und so tun, als wäre er, keine Ahnung, Avatar und könnte die Elemente beherrschen und ist so, ich bin der Herrscher der Wand. Okay, weißt du was? Die Wand hat mich überzeugt. Die Wand ist echt cool. Die Wand kann dir die Uhrzeit anzeigen. Was? Du bist so, hey, Wand. Wie spät ist es? Und die Wand ist so, Kenning, Bro. 2.35 Uhr. Können wir noch? Smart Bunch, was auch immer das sein mag. Es ist schon wieder ein Licht. Also ich muss sagen, ich fand das Buch cooler als Smart Bunch. Es ist einfach nur ein kleines LED-Ding. Ja, wow. Ja, wow. Luonto Furniture. Also, sag mal, wenn ich falsch liege, aber ist das nicht einfach ein Ausklappsofa? Also, hallo, aufwachen! Es sollen unglaubliche Hausideen und praktische Designs sein und nicht hier ein Ausklappsofa. Ich meine, klar, es ist auch ein raumsparendes Design, so bloß nicht, aber es ist jetzt nichts Neues. Es ist ein Doppelbett. Jo, ich persönlich, ja, es ist persönliche Präferenz. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das da hinten, das ist ein 1,80-Bett, ja? Das heißt, es ist 1,80 Meter lang und 2 Meter breit. Es ist mir egal, wie ich mich da reinlege, quer oder längs oder sonst was. Ich habe da immer Platz drin, ja? Ich kann mir alles ausbreiten und ich bin immer im Bett. Aber das sind keine 90 Zentimeter. Das kann ich dir mit Sicherheit sagen. Das ist ja winzig. Da hätte ich doch lieber das normale Ausklappsofa, was ich so rausziehen kann, wie man es halt normalerweise tut. Und dann kann man genauso zwei Liegeplätze haben. Anstatt, dass man so ein Doppelstockbett hat, wo du die ganze Zeit Angst hast, Hilfe, der obere Dude vom Sofa fällt gleich auf mich runter. Und beide haben keinen Platz. Sonst könntest du es ausklappen und hätte eine Person, hätte komfortabel Platz. Die Leiter. Ich meine, wahrscheinlich braucht man sie, so ist nicht, aber... Guck mal, der... Stellt euch mal vor, guck mal, wie groß er ist. Der passt da doch nie im Leben. Passt der da rein? Nö. Gefällt das Bett, ja? Das Bett gefällt mir nicht. Was haben wir als nächstes? Franklin Studio. Was kann das Franklin Studio? Okay, wir haben zwei Rohre. Wir rohren die Rohre, wir schrauben sie auf. Okay, okay. Es ist eine Art Heimprojekt. Aha. Wir schrauben mehr. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Also ich will jetzt kein Hate, aber das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Sie haben keine Lust mehr. Sie drehen es um. Was machen sie jetzt? Ja klar. Eine Leiter? Ein Gerüst. Wie praktisch. So ein Glück. Dass es jetzt zum Glück diese praktische Sache... Warum? Okay. Jetzt ganz abgesehen davon, dass die Rutsche sau cool ist. Wer kauft so ein Ding? Ich meine, wofür? Warum? Also, hä? Das sieht einfach aus wie richtig, richtig viel Arbeit für was, was du auch einfach in einem Baumarkt-DIY-Projekt zu Hause machen kannst. Mit ganz normalen Kiefernbalken für 33 Cent. Hä? Nee. Überzeugt mich nicht. Aber jetzt weiter zur Rutsche. Weil die Rutsche will jeder. Es ist eine Notfallrutsche. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist so... Du hast so einen kleinen Sitz dafür. Oh mein Gott, ist das cool. Du hast einfach eine Rutsche in deinem Treppenhaus. Stell dir mal vor, du wohnst in einem Hochhaus. Sagen wir mal 8. Stock, ja? Es gibt den Fahrstuhl. Aber...
Warum würdest du den Fahrstuhl benutzen? Wenn du einfach rutschen kannst, das ist absolute Madness. Ich will die Rutsche. Ich will die Rutsche. Ich weiß, ich wohne in der Mietwohnung und ich habe eigentlich kein Recht dazu, in einem Treppenhaus eine Rutsche anzubringen. Ich habe auch wahrscheinlich keinen Platz dafür und ich habe auch kein Geld dafür. Aber, oh mein Gott. Bitte schreibt mir in den Kommentaren, dass ich da nicht alleine bin. Ihr wollt auch eine Rutsche in eurem Haus, oder? Das ist ja der Wahnsinn. Was kann das? Verwandelt sich in etwas Unglaubliches. Sei bereit für Spaß. Okay, ich bin bereit für Spaß. Glaub mir. Ich habe die Rutsche gerade gesehen. Ich bin sowas von bereit für Spaß. 79. Okay, alles klar. Esszahl war nur ein großer Schrank. Das ist korrekt. Also, okay, es ist wahrscheinlich praktisch, wenn du eine ganz spezielle Art von Beruf hast, wo du zu Hause Kleidung nähst. Normalerweise machen das Maschinen, ja? Oder, also, die wenigsten Leute... Ich meine, Kleidung wird oft in China gemacht. Es wird in irgendwelchen Fabriken in China hergestellt, im Normalfall. Das heißt, das ist mehr so eine Art Hobby-Ding, wenn du hier Kleidung nähst. Was absolut fein ist, ja? No shame. Kann man ja machen, mache ich auch gern. Aber brauche ich da eine Monstrosität an Schrank, die gut und gerne auch ein Kleiderschrank sein könnte? Nur für Klammern und Kram? Damit ich meine Klammer farblich sortieren kann? So, und damit war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Lieblingsteil im Video war, was ihr gerne in eurem Haus hättet. Ich denke, wir alle sind uns einig, dass ich die Rutsche wählen würde. Der Fernseher war auch cool, aber die Rutsche. Ich meine, nichts übertrifft eine Rutsche in deinem Treppenhaus. Wie gesagt, falls ihr was anderes sagt, dann schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Oder falls ihr auch Team Rutsche seid, ne, dann lasst mich das wissen. Ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert sehr gerne diesen Kanal und drückt die kleine Glocke, dann kriegt ihr immer eine Notification, wenn ein neues Video kommt. Normalerweise ist das Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag, glaube ich, denke ich. Falls ihr übrigens nicht wisst, ich habe ein neues Minecraft-Projekt hier auf meinem Kanal. Das kommt jeden Sonntag und bei der Easy kommt es immer am Mittwoch. Das heißt, wenn euch sowas interessiert, dann guckt euch das gerne an. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao!